Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 2. Und die Nacht des Raben ist auch dabei. Letzte Folge ging ja gut ab. Also holy shit, ich glaube, so schnell hat es noch nie Aufrufe auf dem Video gehagelt. Ey, Freunde, geil. Einfach geil. Also so ein Projekt zu starten, macht einfach mega Spaß. Ich denke mal, natürlich ein paar sind wieder weg, ist alles cool, ja. Aber einige sind noch dazugekommen, da heiße ich natürlich alle herzlich willkommen, die am Start sind. Das Ganze wird lit, ja, das kann ich schon mal so versprechen. wir müssen noch durch ein bisschen was gehen, bevor wir hier anfangen. Erstmal der übelste Ehrentipp, ja, letzter Folge. Ich bin unheimlich dankbar, weil das gibt einen Impact aufs ganze Spiel. So, wir sind bei Folge 1. Es wird wahrscheinlich, keine Ahnung, um die 100 Folgen geben in dem Let's Play. Und schaut mal, was mein Finger jetzt kann. Zack! Quicksave geht jetzt halt, ja? Ich werde auch unten in die Description vom Video schreiben, wie ich das gemacht habe. Es geht nämlich so um die Gothic-INI-Datei. Da kann man einfach Quicksave von 0 auf 1 stellen und schon ist das Ganze aktiviert. Richtig geil, wäre ich niemals drauf gekommen. Und ich denke, jeder, der das gleiche Problem hat und das Video jetzt sieht, freut sich auch drüber, weil er sich denkt, ja Mann, habe ich Bock drauf. Ist auch umso besser eigentlich für uns beide, also für euch als Zuschauer und für mich. Ich muss nicht die ganze Zeit hier auf mit Escape Spiel speichern, dann Spiel speichern. Es besteht auch nicht die Chance, dass ich wie letztes Mal auf Spiel starten klicke. Mit F5 ist das Ganze entspannter und ihr habt nicht so viel Leerlauf, sag ich mal. Auch wenn es nicht viel ist, dieses Escape und Spielspeichern, aber es ist trotzdem, es sind ein paar Sekunden, die contentlos sind. Sowas mag man natürlich nicht, ne? Ja. Und die letzte Sache. Das mit den Spoilern, Freunde. Das will ich einfach noch mal im Video angesprochen haben. Wir spielen das Ganze jetzt nicht direkt auf 100% alles perfekt, perfect run und jede Sache genutzt, die man so nutzen kann. Ja, das heißt, wenn so kleine Spielmechanik-Sachen dazukommen als Tipp. Ich verstehe, weshalb der eine oder andere sagt, yo, das ist ein Spoiler, müsste man selbst herausfinden, das vereinfacht das Spiel und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt halb so wild, ja, halb so wild. Was anderes hingegen wäre jetzt halt, wenn jemand schreibt, yo, schau mal, hinter Lobats Hütte ist eine Höhle, da ist der Fred drin, ja, und der gibt dir die Quest, sagt das und das bloß nicht zu ihm, weil sonst passiert das und das, dann wäre ich heftig gespoilert. Das wäre so ein Story-Spoiler und sowas ist halt einfach mies. Ja, also sowas ist einfach mies, hat zum Glück auch keiner bisher gemacht. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil das nimmt halt mir den Spielspaß und euch die Reaction von mir, weil ich halt schon weiß, was abgeht dann, ne? Bei so kleineren Sachen, so Mechanics, lasst's nicht insoweit ausufern, dass ihr mir Tipps gibt, wie ich das Spiel dermaßen manipulieren kann. Aber so der ein oder andere kleine Tipp ist kein Stress. Ihr habt mir auch geschrieben, ich habe auf dem Weg von Xaras Turm bis hierher schon einiges verpasst. Ich laufe da jetzt nicht zurück, weil das wäre, ja, das wäre so abgrasen, so auf 100% gezwungen. Ich denke, wir gehen eh irgendwann wieder, weil Xaras ist halt einfach ein wichtiger NPC in dem Spiel. Ich denke, wir gehen eh irgendwann wieder Richtung Xaras Turm. Da können wir dann einfach uns nochmal umschauen. Aber jetzt halt extra dorthin zu gehen, um alle Sachen einzusammeln. Ich glaube, da schauen wir erstmal so, was das Spiel jetzt sonst noch für uns hat. So, jetzt. Gut gequatscht, ne? Würde ich sagen, gehen wir einfach wieder ins RPG rein. Lobat hat uns letztes Mal hier die Rüstung verkauft. Beziehungsweise er doch verkauft für 50 G. Und wir haben gefragt, was gibt's noch so für Arbeit? Und er hat gesagt, ja, so, geh mal zu meiner Frau oder halt zu den Arbeitern auf dem Feld. Ich würde sagen, damit starten wir jetzt einfach mal. Hilda! Hey. Was geht? Was hast du für uns? Ich habe ein paar hier. Ah, okay. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Wir sind der namenlose Held. Man beachte Held, ja? Wir dürfen jetzt erstmal eine Pfanne suchen. Für die gute Hilda. Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Hab ich? Ach so, okay. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Na, Hilda. Na, das sowas machen wir nicht.
Okay, wie viel... Ah, ich habe jetzt gerade nicht drauf geschaut, wie viel Gold. Ich glaube, 20 oder sowas waren es im Endeffekt. Wollen wir jetzt gleich... Oh, es wird dunkel. Dann nehme ich gleich mal den ersten Tipp an. Ja, wie gesagt, Freunde, ist nicht so wild jetzt hat. Offensichtlich kann man in dem Spiel hier beten und das gibt Erfahrung oder... Nee, man kann für Gold irgendwas... Ich weiß es gerade nicht richtig. Bevor ich jetzt schlafen gehe, weil wer sich... Hört auf, Blut fliegen, hört auf. Ich bin noch nicht ready für euch. Wer den Teil 1 von mir angeschaut hat... Okay. Wer den Teil 1 von mir angeschaut hat, der weiß, in der Nacht spielen mag ich nicht so. Beten. Ich will beten und spende 50. Ah ja, jetzt müssen wir hier spenden, oder was? Warte mal, ich mache jetzt einfach mal 0 Goldstücke. Ich weiß ja noch nicht, was bei den einzelnen Sachen passiert. Wow. Dein Dank kannst du dir sonst verschieben, Inos, Alter. Bevor die nächste Nacht anbricht, probieren wir es halt dann mal mit 10 und dann mit 50 und wir gucken mal, was wir alles rausbekommen. Weil mir wurde eigentlich geschrieben, 100 Gold sind, boah, ich glaube ein LP oder sowas, oder ein Stärke, ich weiß es gerade nicht richtig. Ich glaube ein LP Schrägstrich ein Stärkepunkt. Ja, stimmt, wenn man für ein LP einsteht. Ja, okay. Wir schauen mal, ja, wir schauen mal, wie das Ganze, also wie die ganze Mechanik läuft. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Ich hoffe uns. Das ist zu weit entfernt. Ich hoffe, uns haut hier keiner raus. Okay. Ja, zack. Im Teil 1 war das doch so, kaum. Du traust dich noch zurück? Was hast du mit meinem Geld gemacht, du Taugenichts? Du hast es noch bei dir. Gib's mir sofort wieder. Bist du behindert? Sowas Dreistes. Unglaublich. Bist du komplett behindert? Lass mich doch erstmal pennen, bevor Warte es hier mal. irgendwo hingeht. Hast du was zu essen für mich? Tagediebe füttern wir hier nicht durch. Geh! Alter, die hat jetzt schon bei mir verkackt. Dreckige Hilda. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich hab mich nur kurz hingelegt. Also nur weil die Olle sagt, ich soll hier mit ihren 20 Gold direkt losrennen, renne ich doch nicht los, Alter. Okay. Wir Hast du fragen mal sonst noch was ihn. für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau. Ja, okay, das kennen wir. Die Frau, die ist Geschichte. Ey, Lobert, du hast was Besseres verdient. Sag ich dir einfach mal jetzt halt so unter Freunden, ja? Das hier ist auf jeden Fall ein Feldarbeiter. Mal gucken, wie die drauf sind. Warte mal. Ach so, okay. Ich dachte jetzt halt durch Lobards Gespräch haben wir mit ihm was getriggert. Ist hier sonst noch irgendwer? Ah, da laufen sie ja. Der Gang ist einfach legendär. Der Gang von den NPCs ist legendär. Bauer. Warte mal. Ich lasse mich für niemanden einspannen. Weder vom König noch von dem fetten Ona. Ich kämpfe nur für mich selbst. Deswegen bist du Bauer. Warte mal. Wir müssen unseren Teil an die Stadt abgeben. Tun wir es nicht, bekommen wir am Ende noch Ärger mit den Paladinen. Okay, ich habe ja ein bisschen Story schon mitbekommen, da dass ich ja den Einstiegstext für das ganze Gameplay geschrieben habe. Offensichtlich sind die Paladine hier so weit, dass sie die Bauern richtig ausmerzen. Also halt richtig ausquetschen, jedes Stück Gold von denen nehmen. Die wurden ja entsandt vom König, um hier Erz zu holen. Aber ich glaube, das machen die nicht so richtig. Also die gönnen sich hier schon auch ein bisschen was von den Bauern, die ein bisschen wehrlos dastehen. Dass hier schon mal einen kleinen Hint gibt, für welche Seite man sein könnte, ja. Ich habe mich damit jetzt nicht entschieden. Das war jetzt kein Hint für, yo, ich habe mich schon entschieden. Ich muss mir das Ganze auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer hier anschauen, wie die Situation ist. Hier haben wir jetzt einen kleinen Lederbeutel. Mal gucken, kann man da jetzt Gold rausfischen? Oder war das direkt Gold? Oder wie? Bauernkleidung, Drachenwurzel. Ein paar Münzen klimpern darin. Wert 25. Das heißt, ich kann jetzt einfach. Okay, nee, das lassen wir. Ich mach's nicht auf. Weil wenn wir auf die Schnauze bekommen. Glaube ich, dass der Lederbeutel weiterhin hier bleibt, aber das Gold, wie wir es halt kennen von Gothic, halbiert an denen, der uns ausnimmt, weggeht. Ich lasse das mal so drin. Wenn wir welches brauchen, wir haben Lederbeutel, ja? Dann gehen wir einfach mal weiter. Oh, Da Junge, da ist ist wieder halt. ein von diesen Oh, oh. Ein Mistvieh weniger. Alter, ist das ein Pirate? Warte mal, ich will den erstmal looten. Das ist doch ein Pirat, der Greg. Hey du. Guck mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu.
Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, endlich sagt's mal jemand. Du willst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Dem ist vielleicht nicht ganz zu trauen. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Hab ich recht? Richtig geil. Ich weiß gerade gar nicht, wo dieser Dialekt herkommt, aber einfach ein nicer Dialekt. Wegen der Stadtwachen. Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Ja, aber die gebe ich jetzt nicht ab. Die gebe ich nicht ab. Wie wär's mit Bestechung? Tja. Wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das klingt für mich so, als würden wir sie dann abgeben. Ich muss darüber erst nochmal nachdenken. Na schön, aber beeil dich damit. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich glaube, wir schauen uns erstmal die Situation an und gucken, was man machen kann. Ja, also die Bauernkleidung, das wäre schon ein ganz guter Tipp, aber ich habe halt keinen Bock, dass wir die abdrücken. Warte mal, was ist denn das hier? Ist das... Also ein Minecrawler kann es ja schlecht sein, oder? Junger Feldräuber. Ah, warte mal, den kenne ich doch von Risen, glaube ich, oder? Also es ist leider schon viel zu lang her, dieses Gameplay von Risen, aber... Da ist nichts zu holen. Ach, na gut, dann halt nicht. F5, oh, ich liebe es. Alter, so geil. So geil. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, jetzt erstmal ins Gestrüpp hier zu schauen. Denn ich denke, in der Stadt ist es halbwegs sicher. Der ein oder andere NPC, der uns auf die Schnauze hauen will, ist safe da. Aber da könnten wir ein bisschen Stärke bekommen, die uns halt für die Wildnis auch wappnet. Ja, also. Halt! Bist du einer der Knechte von Lobards Hof? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Doch, doch. Ich bin noch nicht lange bei Lobard. Was willst du in der Stadt? Also ich muss zum Anführer der Paladine. Ist für einen Bauern schon ziemlich hart, oder nicht? Bekommen, meine Miliz anzuschließen. Ich will zum Schmied Werkzeuge reparieren lassen. Ah, das könnte sein. Ich will zum Schmied Werkzeuge reparieren lassen. Na schön, dann mach mal, dass du reinkommst. Und wenn du Lobard siehst, kannst du ihm sagen, er soll die Schafe gut füttern. Wir kommen demnächst wieder zu ihm. Ah ja, okay. Also hier merkt man, glaube ich, auch schon wieder leicht den Clinch zwischen Bauern und Miliz. Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Geil. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ich habe so einiges gehört. Gut, dann gibt's jetzt erstmal wohl Regeln und Gesetze, ne? Boah, warte mal. Das war, glaube ich, nicht so nice, ne, wenn wir sowas sagen. Wir machen es. Die Bewohner der Stadt verschwinden. Smalltalk. Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiht sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Das war doch klar. Gut, erstmal ewig langer Monolog jetzt. Gut. Erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Nee, alles gut. Achso, ja doch, stimmt. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Okay, wie werde ich Bürger der Stadt?
Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Bauer. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Ich habe was anderes gehört. Schön, schön. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Man kann ja mal fragen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Von mir erfährt keiner was. Ja, das ist vielleicht. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Ja, das haben wir doch jetzt. Verstehe. Schon. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Okay. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Jetzt kommt ja wieder ein dummer Spruch, ich sag's euch. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Ich hab mir wie das schon kannst gemacht. Du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Ich glaube nicht, dass ich daran gut. Ändert. Wo finde ich Arbeit? Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Oh. Der Paladin begibt sich nicht zum niederen Plebs. I see. Glaubst du wirklich daran? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal abchecken, wer sind die Meister hier in der Stadt, also halt die, bei denen man Ausbildungen bekommen kann. Und dann können wir uns wahrscheinlich aussuchen, zu wem wir in die Lehre gehen. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Mhm. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Heißt es jetzt, ich muss echt bezahlen fürs Schlafen? Weiter. Solange du in Korinis bist, kannst du dich sicher fühlen. Die Paladine des Königs wachen jetzt über diese Stadt. Ja, gut, wir hatten auch schon mal eine Garde, die über eine Stadt gewacht hat, aber da waren wir halt nicht so sicher, ne? Die falschen Leute gehört. Gut, ich denke mal, jetzt das stellt sich so drauf ein, dass die Folge eine Laberfolge wird. Ob ihr es jetzt halt mögt oder nicht, weiß ich nicht, aber da müssen wir früher oder später auf jeden Fall durch. Ne? Das heißt, wir werden jetzt halt wahrscheinlich unsere nächsten Minuten einfach damit verbringen, mit den NPCs hier zu sprechen. Hallo Fremder, du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Meine Meinung will ja keiner hören. Ja. Sag mir nicht, es geht die ganze Zeit um die Paladine, hey. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Ich habe mir das schon gedacht. Okay. Der da neben uns haut übel rein, Alter, in seinem Fleisch. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Das höre ich zum ersten Mal. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Mhm. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein, ich habe ja auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Boah, also es wird auch schwer am Anfang, die ganzen NPCs zuzuordnen. Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Okay, das heißt, wir werden am Anfang richtig dreckig behandelt. Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Du hast das nicht gewusst. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Ona, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben.
Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner. Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Okay, da haben wir diesen Krieg unter den Menschen. Ey, wie fett muss Ona eigentlich sein, dass jeder sagt, dass es der fette Ona ist? Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Leute sehen. Zeig mir deine Ware. Die wir aus dem Einser kennen. Ist das wirklich wahr? Ein frischer Apfel, knackig und saftig. Jawohl. Das war doch klar. Läuft es jetzt hier so wie in Risen, dass man irgendwie, wenn man genug Äpfel isst, bei 10 Stück immer einen Stärkepunkt bekommt? Ich glaube, so war das doch in Risen, oder nicht? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, gut. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, wer bist denn du? Was bewachst du hier? Das Warenlager darf nicht betreten werden. Alles klar. Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Gut, beschlagnahmt. Ja, einfach auch mal so ein wichtiger Punkt hier. Bürger, also wenn das so ist wie im Gothic 3, hat ein Bürger einen nicht viel zu sagen, sondern nur die NPCs mit Namen sind wirklich wichtig. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Digga, diese Vogelgeräusche, was geht denn da, ey? Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wow. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Oh Mann, wir werden auf jeden Fall auf die Probe gestellt hier. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Wir werden ihn noch kennenlernen. Wir werden wahrscheinlich genau das Gleiche denken. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Osper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Okay, gut. So, bist du jetzt... Ach so, hier. Matthäus. Was? Allerlei. Okay, solche Läden finde ich immer halb so interessant eigentlich. Was kann ich für dich tun? Das ist ja so ein Ramschladen, ja? Wir können das mal hier fragen, was weißt du über Paladine weiß. Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtouren noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Kennen wir. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Ach, der verkauft Rüstungen? Ja gut, dann ist es doch interessant. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Ich glaube auch. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken, weil sie ihre Befehle haben. Okay.
Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Cash. Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. War klar. Okay, erstmal so. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Gut, wir schauen uns erstmal selbst dann um, wie wir da überhaupt reinkommen, ne? Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Ah ja. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt bei so einem Krämerladen hier als Lehrling aufgenommen werden wollen würde. Ich denke da so ein bisschen an die Schmiederichtung, ja, weil Schmied einfach irgendwie geil klingt, aber wir schauen uns noch um, ne? Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Oh, also das heißt, man kann sich auch den Spielstand echt verkacken. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Okay. Ist das wirklich wahr? Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Ja. Okay. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Stellt euch einfach diesen Matteo so am Fenster vor und so, oh, verdammte Scheiße, der hat schon wieder ein neues Kleid, was soll das? So richtig auf Spannermodus. Gritta. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Da müssen wir auch noch hin, ja. Das klingt so für mich nach Entscheidung. Wir lassen das mal kurz. Ich will mal wissen, was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Also heftig, dass man einfach so an das Zeug rankommt. Alter, kann ich mir einfach kaufen. In Gothic 3 musstest du erstmal übelst die Ehre sammeln in der Stadt. Oder nein, in deinem Volk. Okay, schwere Nagelkeule, 60. Okay, die scheppert im Vergleich zu dem, was wir haben. Ja, 50, das ebenfalls. Schutz vor Waffen, Lebensenergiebonus. Also mich wundert es gerade ein bisschen, dass so ein Krämer hier so ein Zeug verkauft. Die Lederrüstung, die klingt interessant, aber wir gucken uns erstmal um, weil ich denke, dass der Schmied doch eigentlich auch die eine oder andere Rüstung haben sollte. Wir lesen hier mal ein bisschen was für die Erfahrung. Ja, okay, ja. Gab's da jetzt keine Erfahrung? What the fuck? Naja gut. Wir haben jetzt mit dem Matteo schon mal gesprochen, ja? Hier ist der Bogner. Da können wir auch gleich vorbeischauen. Ah, hier steht schon der Name. Bognerei zum tödlichen Pfeil. Wow, wie einfallsreich, Freunde. Bosper. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Salve. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Von selbst ist er nicht darauf. Das hat er doch vorher gewusst. Ich suche Arbeit, I guess. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Ein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst.
Ja, das wäre natürlich eine Sache, an Geld zu kommen, ne? Alles glauben, was man hört. Ja. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Kündigen und ab in die Kneipe zum Saufen. Wer kennt's nicht? Ich hab gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Na egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts, diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen, wenn ich den Mistkerl erwische. Okay, den werden wir safe auch noch kennenlernen, wenn wir zum Abschaum der Stadt gehen. Ich will bei dir als Lehrling anfangen, sage ich auch noch nicht. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Arad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Dann brauchst du wahrscheinlich erst den Bogen. Nun gut, ich werde zustimmen. Der Bogen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß, vielleicht gefällt es dir am Ende ja und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Okay. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein halbes Dutzend Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Felle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Okay. Ich kann das nicht. Ach du Scheiße, ey. 5 LP. Also das ist halt irgendwas, also das ist halt so ein Skill-Ding, bereut man nicht. Ja, wenn man den sich beibringen lässt, kann man direkt von Folge 1 bzw. von Folge 2 an den ganzen Viechern die Felle abziehen. Das bringt unheimlich viel Geld. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Das ist gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Ja, all right. Wegen der Wolfsfälle. Ja, da haben wir aber auf jeden Fall noch nicht. Wegen der Wolfsfälle. Wir hatten uns auf ein halbes Dutzend geeinigt. Aber du hast ja noch Zeit. Geh und besorg die Felle. Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein. Oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Das war doch klar. Okay, ja. Gut, haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, ne? Man testet ja nur mal ein bisschen aus, ne? Also, das können wir erstmal alles so lassen. Zeig mir deine Ware. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Bogen. Ja, das kommt jetzt halt auch wieder ganz drauf an. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Man kann sogar Gürtel tragen, alles klar. Also das kommt jetzt halt auch wieder ein bisschen drauf an, was wir machen. Bogenschütze, Nahkämpfer, Magier, ja. Ich bin ein Fan von Nahkämpfern, aber ich weiß ja nicht, wie das ganze Zeug sich anfühlt. Zumindest in dem Gothic 2 jetzt hat. Deswegen, ich musste einfach mal ein bisschen durchprobieren, Waffen und so. Und dann, glaube ich, können wir auch zusammen meinetwegen entscheiden, was wir denn am besten, also welchen Weg wir am besten einschlagen sollen. Auch allein schon diesen Weg, wo schließen wir uns eigentlich an, ne? Hey, ein neues Gesicht.
bist wohl nicht aus Korinnis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Der kann nicht zahlen, ne? Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Ja, gut, wer hat auch Bock, als Tischler anzufangen in so einer geilen Welt? Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Oh, scheiße, Ding. Also, wenn du meinst, ob ich regelmäßig bete. Ich verstehe. Ein Mann, der sein Handwerk nicht mit dem Segen der Götter verrichtet, wird niemals meine Zustimmung bekommen. Bitte die Götter um Vergebung für deine Verfehlungen. Alter. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Haben wir jetzt schon bei einem verkackt? Nur indem ich nicht fucking gläubig bin. Mann! Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinnis genug. Vor allem in letzter Zeit. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Nein, nein, nein. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Er sagt gerade so, yo, dann kann ich auch sicher gehen, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Nächste Frage direkt von uns. Ja, wie schaut's denn aus, du? Kann man bei dir auch Schlösser knacken lernen? Also, ja, gut, ne? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen, aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nicht nützen. Der Trader ist ja wenigstens schon mal da. 12 Dietriche, ne? Okay, Hammer. Ja, das... Wisst ihr, wir brauchen dich gar nicht, Junge. Wir brauchen dich gar nicht. Also, der hat bei mir jetzt schon ein bisschen so verkackt. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wundert mich nicht. Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Lol, es gibt ein Bordell. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. 2 Wochen im Bordell? Ja, alles klar. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinnis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Okay. Paladine. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Hm. Okay. Ja, Bauernaufstand? Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Okay. Ich komme wegen Greta. Oh shit, okay, wir können sie mal anquatschen. Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke.
Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Greta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Okay, zum Glück war das jetzt nicht negativ für uns. Ich speichere hier auch mal, weil es hätte natürlich auch sein können, das ist ja seine Nichte und so, ne? Dass er jetzt sagt, hey, was willst du von ihr? Lass bloß die Finger von ihr, du hast es jetzt bei mir verkackt. Vorher klar. Warte mal, hey, wie? Warte mal, wo ist dein Haus? Das hast du nicht gewusst. Wo? Das muss doch hier sein, oder? Ach, hier. Ja, okay. Greta. Hm? Schönes neues Kleid hast du da. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Greta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Torben. Erstmal einen auf nett, oder wie? Wie geht's? Wie immer. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Ja, okay. Weiter? Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren, das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe. Ja, das ist so eine kleine Prinzessin auf der Erbse, ich merke schon. Zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Wen interessiert das? Aus den südlichen Ländern. Digga, die waffelt mich voll. Ich klicke die ganze Zeit nur weiter, um irgendwie vielleicht einen Key zu bekommen, wie wir an das Geld rankommen. Digga, wollen wir wetten? Ich kann jetzt noch fünfmal auf weiter klicken und die labert uns so ein Ohr an. Die meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang der Greta. So hieß das Schiff. Mein Mann hatte das Schiff aus Liebe zu mir so genannt. Ich habe geweint und gefleht, dass mein Mann das Unglück überlebt hat. Jeden Tag erhoffte ich Nachricht von ihm zu bekommen. Doch meine Sehnsucht blieb unerfüllt. Innos möge seiner Seele gnädig sein. Möge er in Frieden ruhen. Seit dieser Zeit lebe ich nun in diesen bescheidenen Verhältnissen. Und das letzte bisschen von meinen Ersparnissen will mir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen Frau. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Junge, hammer's jetzt langsam. Alter Latz. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Hallo. Manchmal wurden wir sogar das feine Essen. Junge. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Ich werde die Summe für dich... Ja, so schaue ich aus. Genau, ja. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Das ist Gold. Ja, also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Eine Göre, ich sag's euch. Kann man das nehmen? Mal so aus Interesse. Er hat uns ja gerade so zugeschwafelt. Holy shit. Kann man sich nicht geben. Wer bist du? Musiker. Ah ja. Aber Adamos fürchtete sich vor dem Tag. Leute, ich dachte echt, der hat gerade gar keine Laute in der Hand. Ist das ein Dudelsack? Okay. Spruchrollenpult. Davon verstehe ich nichts. So, jetzt pisst sie außen. So lange hat die geredet, ja? Da hat sich sogar das Wetter verabschiedet. Ey. Harad, oder? Doch, Harad. Zu dir will ich eigentlich. Also, weil es gibt fünf Meister jetzt, glaube ich, ne? Warte mal, hier. Ist hier irgendwer noch?
Was hast du hier zu suchen? Junge, ich will mich nochmal umschauen. Ob du hast hier nichts zu suchen. Ja, Jungs, ist gut. Du bist ist ja gut, gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Hey, jetzt wird's persönlich. Ganz kurz, weil den will ich mir so ein bisschen übrig lassen noch. Sind wir jetzt hier durch mit den Meistern? Hä? Ich spreche die jetzt noch nicht an. Ich will nur mal kurz die Namen abchecken. Lima, also, hä? Nee. Es gab Bogen, Schmied, Tischler, Krämer. Gab's nicht fünf? Ich meine, es gab doch fünf, oder? Matteo, ja. Lehrling in Corinis. Da. Als Lehrling könnte ich anfangen bei Bospa dem Bogner, Harald dem Schmied, Torben dem Tischler und Konstantino dem Alchemist. Ach so! Ja, scheiße. Warte mal, wo ist denn jetzt das? Wo ist Konstantino jetzt? Hier unten durch vielleicht? Warte mal, da waren wir ja drin, ne? Weil ich würde halt eigentlich echt gern zu diesen Harald. Das heißt, wir lassen den uns noch übrig. Ich will mir erstmal den hier geben. Digga, wo kommt die Musik her? Hast du hier ein Radio stehen? Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Eigenblödler, ne? Ich suche Heilung. Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ja. Dann geh zu Watras, der wird dich bestimmt heilen und blute nicht meinen Boden voll. Nett. Sag mal, können wir das kleine Konzert mal kurz Pause machen? Ich höre nichts. Ich höre nichts mit der Laute. Bruder. So, ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Wow, okay. Also dem ist es Rotz egal. Zeig mir deine Ware. Reine Lebensenergie, reines Mana. Flügel. Ja, der hat jetzt irgendwie nicht so geiles Zeug, würde ich behaupten. Ja. Gut, dann sind wir wohl mit Konstantino durch. Den juckt's überhaupt nicht. Dann gehen wir mal zu den Boys hier. Wir gehen erstmal zu Brian. Hey, neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harald. Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Gutes Zeichen. Werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harald. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harald als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Okay, ja, ist verständlich. Ja, wer sind die anderen Meister? Wir kennen sie ja mittlerweile, ne? Erzähl mir mehr über Meister Harald. Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Na toll. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Nein. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Ich kann das nicht glauben. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Okay, zwei Stück gleich. Wow. Ja, der ist nicht so gut drauf, hat der Brian gesagt. Das trifft sich natürlich nicht so geil, wenn wir hier anfangen wollen. Hey. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Okay. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Natürlich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern.
Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Gebt euch bitte mal ganz kurz an dieser Stelle, ja? Seine Unterarme. Das sind Schmiedeunterarme. Holy shit, da kann jeder Ork einstecken, ja? Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Okay, das ist eine harte Quest. Also ich weiß, wie die Orks im Teil 1 waren und da sind wir die ersten... Unser Unterarm, sein Unterarm. Da sind wir die ersten, lasst mich lügen, 15 bis 20 Folgen nicht rangekommen an die Kraft von den Orks. Okay, also, Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Nicht bevor du mir nicht bewiesen hast, dass du etwas taugst. Also wir sind der übelste Lappen, ja, haben ungefähr so ein Schwert. Ja, geh mal zu den Orks und hol mir eine Waffe von denen. Also, wir steigen ja gerade ein. Wir wollen ja Lehrling sein, um uns langsam hochzuarbeiten. Aber der setzt gerade schon den Endboss-Fight vor der Lehre. Also, what the fuck? Ja, also, wir wissen ja die Antwort, aber man fragt halt mal. Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Sag mal, viel Spaß, ne? Lass uns nochmal über die Sache mit dem Ork reden. Was? Boah, das ist schwer. Also ich sag's mal so, allein durch die Aussage, ein Ork ist ein verdammt harter Gegner, sagen wir noch nicht nein. Ich will's mir halt nicht verkacken, weil ich würde schon, glaube ich, gerne als Schmied anfangen, ja? Ein Ork ist aber ein verdammt harter Gegner. Wenn ich dich so ansehe, könntest du recht haben. Du hast nicht viel auf den Rippen. Aber das kann ja noch werden. Trotzdem musst du mir beweisen, dass du den Mut zum Kämpfen hast. Geht's vielleicht diesmal auch eine Nummer kleiner? Hakon, der Waffenhändler am Marktplatz hat mir erzählt, er wäre vor ein paar Tagen von Banditen überfallen worden. Die Mistkerle sollen sich irgendwo draußen am Osttor rumtreiben. Diese feigen Lumpen sollten nicht viel auf dem Kasten haben. Bring die Kerle zur Strecke. Jeden einzelnen von ihnen. Dann weiß ich, dass wir dich hier in der Stadt gebrauchen können. Okay, das klingt eher nach unserer Nummer. Ja, wir waren ja schon mal gegen Banditen im Kampf. Das geht noch, ne? Okay, ja, Freunde. Ich würde sagen, das soll's für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu langweilig, weil ihr kennt die Dialoge. Wenn ihr das Spiel schon öfter gespielt habt, habt ihr die Dialoge wahrscheinlich auch schon 10-mal gehört, ja? Ich versuche natürlich trotzdem immer irgendwie was drauf zu sagen, um meine Eindrücke mit zu übermitteln. Abschließend. Okay, offensichtlich ist der Dude da vorne, dieser Krämer, kein Meister. Wieder was dazugelernt, ne? Wir haben diesen Bogenboy. Okay, ja. Wir haben den Tischler. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres als in so einer Welt, ja, mit so viel Kampf und Krieg. Hey, du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Hier. Dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Was? Was passiert jetzt hier? Was? Hä? Nein, das muss eine Verwechslung sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Ganz wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten.
Und Fremde, die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Ja, ist doch gut. Ich wüsste jetzt nicht, was ich getriggert habe, damit sowas hier passiert. Wartet mal. Wir haben doch einen Steckbrief bekommen. Ein Bild von mir. Hübsch. Ich würde sagen, nicht ganz getroffen. Aber nicht schlecht. Wir haben schon zwei davon? Was? Was geht hier ab, hä? Falls es irgendwas Story-relevantes ist, nicht spoilern, ja? Okay, jetzt dann starte ich halt nochmal. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres als die Lehre eines Tischlers hier. Wenn es so viele andere geilen Sachen gibt, ne? Alchemist, ich weiß nicht, der Typ ist erstens komisch, zweitens ein Alchemist. Ja, weiß jetzt nicht, ne? So ins Schmieden würde ich da, glaube ich, echt lieber gehen. Ja, Harad scheint mir ganz korrekt zu sein. Das heißt, an und für sich würde man sich dann auch nicht selbst verraten, weil wenn man mit jemandem halt in die Lehre geht, den man auch irgendwie sympathisch findet, dann macht das, glaube ich, auch mehr Sinn. Wie gesagt, Alchemist ist komisch, der Tischler ist mit seinem Joro geh und holte den Segen der Götter eigentlich eh schon raus. Der Bogenboy, der ist auch noch ganz korrekt, so, da könnte man theoretisch auch anfangen. So, das ist mein Stand, ne? Jetzt wird's ja ganz schön dunkel, Freunde. Ich glaube, das ist das Ende der Folge und wir sehen uns einfach im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut.